Also ganz ehrlich, an all diejenigen, die sowas hier fahren, ey, ganz ehrlich, ihr habt doch komplett einen am Brett. Komplett. Das ist das gestörteste Teil, was ich bis jetzt in meinem Leben gefahren bin. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Bevor das Video hier richtig losgeht, möchte ich mich erstmal bedanken bei der Fahrschule Blackhead, die das hier heute quasi das Video sponsern. Das Gerät hier gehört dem Johannes, dem Inhaber der Fahrschule Blackhead. Also lasst mal gerne Liebe da, Leute. Da können wir in Zukunft öfters mal so ein paar Spielereien machen. Also Leute, das Ganze soll hier keine Bike-Review werden, sonst irgendwas. Dafür kenne ich mich damit viel zu wenig aus. Das würde ich mir nicht anmaßen. Das ist einfach mal nur so eine Sicht, sag ich mal, von jemandem, der zum ersten Mal so ein Gerät fährt. Und ich hoffe, ihr habt da genauso Bock drauf wie ich. Wir fahren heute mit dem Brett hier. Ich bin gerade schon einmal kurz warm gefahren. Das ist das Krankeste, was ich in meinem Leben jetzt bis jetzt gefahren bin. Absolute Hölle, das Teil. Jeder, der meine Videos vorher verfolgt hat, weiß, ich fahre eigentlich nur Harley. Ich habe jetzt meinen Content oder will ein bisschen anderen Content machen, auch mal ein bisschen andere Bikes und so. Einfach mal ein bisschen mehr öffnen für den Gesamtmotorradmarkt. Aber das ist krank. Ihr merkt ja selber, ich bin ein bisschen aus der Puste. Zieht euch die Karre rein und dann fahren wir mal eine kleine Runde. Mache ich das hier? Ich habe mittlerweile Bock, das habe ich ja schon mal bei Instagram angekündigt, ich habe mal Bock, andere Videos zu machen. Ne? Ich fahre Harley, ich liebe Harley, mein Content ist 100% Harley, aber ich will mich jetzt ein bisschen öffnen. Ich habe mal ein bisschen Bock, andere Motorräder zu testen, da ist der Markt einfach viel zu groß. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf und ja, lasst uns mal gucken, was wir hier heute reißen in dem Video. Und wenn ich merke, dass das gut ankommt, dann machen wir das weiter. Ich hoffe, die Harley-Community ist mir nicht böse. Wäre mir auch egal, ehrlich gesagt. Ich habe Bock, alles zu testen. Und jeder weiß, dass mein Herz schlägt, wird immer für Harley schlagen. Aber ich bin auch Motorradfahrer. Und ja, habe da einfach Bock, auch mal alles Mögliche zu testen halt. Ne? Also, ich sag euch ganz ehrlich, der Performance-Mode ohne Scheiß, der ist mir zu krass. Der ist mir wirklich eine Nummer zu krass. So weit bin ich auch noch nicht. Das ist mir zu heftig. Die geht ja nach oben, Alter. Die geht ja richtig nach oben. Und du schiebst so durch. Nee, das ist mir zu heftig, ohne Witz. Ein weiterer Punkt ist, ich bin jetzt zweimal gefahren, was ich sehr schnell feststelle, das macht echt Bock und man kommt da gut rein. Das Handling ist geil, das passt. Ich dachte immer nur Harley macht Bock, aber das ich kann gar nicht reden, ey. Aber das hier ist schon nochmal eine andere Welt, ernsthaft. Harley weiterhin meine große Liebe, aber ich find's richtig geil. Ich war sowieso immer schon jemand, ich bin da echt offen. Ich habe mich nie krasser gefühlt als irgendwelche anderen Leute, die dann, nur weil ich eine Harley habe oder so. Ich grüße auch ganz normale Biker, das ist mir alles scheißegal. Es geht halt hier ums Motorradfahren, ne? Kurze kleine Pause. Ihr seht, ey, ich bin das gar nicht gewohnt. Ich bin voll außer Atem. Also erstmal, es ist wirklich mit Abstand das Krankeste, was ich bis jetzt in meinem Leben gefahren bin. Ich fahre jetzt hier nicht wild und sonst irgendwie, ne? Alles gut. Aber ja, also das Teil
Das ist so krank zu fahren. Ich weiß nicht, jeder, der schon mal gefahren ist, jetzt gerade auch für mich, du bist halt vorher nur Harley gefahren, das ist so ungewohnt, das ist so leicht, das ist aber auch so kraftvoll. Du kannst es so spielerisch bewegen, das Teil. Ich glaube, das ist auch das Gefährliche daran, weil du einfach, du fühlst dich sehr, sehr wohl. Also hier ist wirklich, du brauchst halt wirklich ohne Ende Selbstdisziplin und musst halt wirklich gucken, dass du dich da nicht überschätzt. Ne? Das merkt man auch gerade mit dem Quickshifter hier. Du kannst die Gänge einfach durchlatschen. Ähnlich wie bei dem Kollegen da. Du kannst die Gänge hier einfach durchlatschen und brauchst nicht kuppeln. Du fährst einfach hardcore durch. Ne? Und das ist wirklich eine ganz, ganz wilde Kiste. Also ich bin wirklich überrascht. Mir macht das hier sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Ich habe Bock, weiterhin so ein Content zu machen auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir auch mal uns mit ein paar Leuten connecten aus der Szene. Meldet euch gerne bei mir. Ich will da mal ein bisschen mehr reinkommen. Ich habe da voll Bock drauf. Also, jetzt fahren wir noch eine Runde weiter. Und dann bringen wir das schöne Schätzchen gleich wieder zum Besitzer zurück. Und dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Und dann werden wir sehen, was wir in Zukunft noch so reißen. Oh my God.